Hallo, liebe Langfingerinnen und Langfinger, und willkommen zurück in der DCD. Ich habe keine Ahnung, warum ich plötzlich einen französischen Akzent habe. Aber das macht nichts, denn wir haben mit oder ohne Akzent ein Problem. Und das heißt, wie kommen wir ins Keep? Das brennende Ding da vor uns. Eingesperrt da drei ist nämlich der Passer, unser guter Gespann, und außerdem Auftraggeber, Fans, Hehler, was auch immer. Den haben sie einkassiert in der vorigen Runde und jetzt sollen wir ihn raushauen. Dafür, dass wir in Orion das Buch dann doch gegeben haben, hat er uns erzählt, wo der Pass so ist und eigentlich auch, wie wir eventuell reinkommen, nur da hat Schicksal ein Schnippchen geschlagen und der Kontaktmann, den hat sie die Stadtwache vorgekrallt und aufgeknüpft und wir haben gerade einen Umweg über das Architektenbüro vom Baron Nummer und jetzt wissen wir, dass wir genau durch das Loch da fahren. Sieht da wie sie ja eine kämen in die Festung von Baron, also nicht ins Herrenhaus, in den Tower, ins Keep, wo auch der Knast ist und wo der Basso festgesetzt ist. Jo! Das kann ja Eicher werden, weil leicht angesprengt haben sie es auch am Ende der vorigen Runde. Das ist ein Grund, warum sie der Architekt aufgehängt hat. Offensichtlich aus einem schlechten Gewissen aus. Irgendwelche Idioten haben mein Gebäude gesprengt. Ich bin unwürdig. Eigentlich unverständlich, aber naja. Architektenethos. Die lösen sich von selber. Diese Wachen Probleme. Wow. Erst du auf dem Gebäude. Oder mit mir. Ich gehe davon aus, ich bin mir nicht sicher, ob das in weiterer Folge irgendwann mal erklärt wird. Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, dass die Explosionen da sind. Durch die Graven, der militante Orden vom Widerstand gegen den Baron und im Prinzip die Jünger von Orion, ob die Explosion durch die ausgelöst worden ist. Arsch weg. Ach Gott. Was mag ich nicht? Ich Botschak. Und so brennt der Gary. Scheiße. Unmotiviert eingebaut der Riesenzerb. Was? Scherzerl, oder? Wieso hat mich der jetzt erwischt, bitte? Ich war schon durchs Loch durch. Pfui. Böse. Böses Spiel. Ja. Böses Eidos Montreal. Still, it's a way in. Now to find the prison where they're holding Basso. And Diab Arkwright got any ideas? Pressure's dropped! Shit, that valve's blue! Weniger Stress und weniger Gas. Stehen muss ich. Das ganz ohne Zigarette. Wo geht's hier weiter?
Wo Gas ist, da sind Ventile. Ventile gibt es viele. Na, ich denke mal, dass da nicht allzu viel Wachenbewegung sein wird. Na, ich weiß, dass da nicht allzu viel Wachenbewegung ist. Sie liegen ja schließlich alle niedergemeuchelt am Boden rum. Good find. Collectible. Net. Soldier's Memory. Melancholisch, das. Dinge zum Mitnehmen. Ich mag es. Aufzüge. Ich mag sie. Und wenn jetzt im nächsten Stock Bücher zusteigen, dann bleibe ich einfach stehen und nicke höflich. Du sollst da telefonieren. Schau mal ab und zu auf die Uhr wegen einem dringenden Business-Termin im 24. Stock. Vielleicht eine kleine Anekdote über die neuesten Aktienentwicklungen. Ja, und dann steige ich aus. Was haben wir denn hier Schönes? Und eine Prisoner List. Prisoner List, Cell Block C, Warrol for Graven Crimes, Vandalism of Baron's Property, Looting, Stuffed in Stocks, then Hanged by the Neck until Dead, Cataly for Graven Crimes, Distribution of Seditious Literature, Hanged by the Neck until Dead, Albright for Graven Crimes, Ringleader of Seditious Mob, Hanged by the Neck until Dead, then Drawn and Quartered. Ja, exquisite. Warden for Graven Crimes, Rebel Rousing and Incitement, Hanged by the Neck until Dead. Das ist deren Lieblingshinrichtungsort. Von Halsaufhänger bis Hinsern. Passo! Oh, jetzt interessant. Keep in solitary for special attention. Do not question or execute without the express permission of the thief taker general. Jo, Basso lebt noch, der Rest. Graven Crimes. Ist mir wurscht, ich hab zwar zum Orion gesagt, dass wann Zeit ist. Dann hol ich auch deine Jungs raus. Aber zusammen wurscht. Ich bin mein Schwanger und alles andere ist mein. Das ist schon mal Graven, ja, also es waren die Graven, die du alles nutzen. Noch ein Graven. Schon aus wie englische Fußballfans. Du bist eine Plastik. Ja. Komm. Perfekt, ja, gut. Thanks, Garrett. It's going a little crazy in there. I even wished I had Genevieve with me. That scum-sucking bastard. I always thought if anyone was gonna kill her, it'd be me. What are you up to? Oh, wait. You're not thinking about those tall tales about the legendary Great Safe, are you? Look, Garrett.
is paying you to risk your neck for this? It's not about the payment. It's who I am. Garrett, if you get out of here alive, I mean, you know, when you get out of here, I'll be at the Siren's Rest in the Southern Quarter. Ja, hat sie wieder mal bestätigt, der Garrett ist ein eiskalter Handling. Und er ist definitiv driven, der Typ ist driven, der ist... Er sagt, that's what I am, weil er sei Fans und das entkräftet auch jegliche Vermutung, dass der Bass so irgendein geldgeiler Lowlife-Krimineller ist, der seine Langfinger mehr oder weniger dazu nötigt, dass sie kriminell sind. Überhaupt nicht. Das ist ein lieber Kerl, der will ihm nur ausreden, dass er das nicht tut. Nämlich den Safe vom Baron durch jetzt knacken, gell? Aber der Garrett sagt gar nicht viel. Man sieht irgendwie, wie er so... Es ist echt herrlich gemacht, muss man sagen. Man sieht dem Spülmantel an, wie er denkt. That's what I am. Muss es wenigstens versuchen. Ich find's großartig. Was ist jetzt? Wo muss ich hier raus? Oben wahrscheinlich. Naja. Und wenn er dann... Also nicht... wenn, sondern wann er... außer kommt, dann soll sie mit dem Bass so im Siren's Rest irgendwo im South Quarter treffen. Sagt er noch. Ja. Außerdem, das mit seinem Vogel, mit der Guinevere, ist auch ganz lieb. Der Garrett braucht nichts sagen, er schaut nur an. Auf den richtigen Ort und der Basso versteht sofort, oh scheiße, Vogelchen. Warte mal, muss ich nicht irgendwie, bin ich denn da gekommen? Da wieder aussehen, sagen die. Er spielt nur in Horten. Und jetzt stehe ich an. Wieso kann ich da durchschauen? Ah, das ist ja interessant, die Wand ist transparent. Glasrädel. Nicht schlecht. Ah! Okay. Genug gesülzt. Jetzt zum Tresor knacken. Und dafür haben wir Blaupausen. Und außerdem einen kleinen Notizzettel, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem der Code für den Safe, aber auch weitere Hinweise, wie zum Beispiel zwei Pfeile, die auf zwei Punkte links und rechts unten, auf der unteren Hälfte vom Tresor zeigen. Das sind Mechanismen, die getimed gedruckt werden müssen, also während der Timer, also wenn du einen startest, fängt der Timer an, muss zum nächsten. Und das kann ich auch ruhig im Vorfeld erzählen, weil ich werde nicht spielen, dass mich jetzt verwundert dann, wenn ihr drauf kommt, dass die Kombination, so wie es da steht, nicht funktioniert. Es handelt sich da nämlich um zwei Kombinationsschlösser mit jeweils drei Stühlen und dementsprechend geht der Code, also die Paarungen, wie es da unten stehen, nicht auf. Da muss man immer die erste Zahl mit der ersten vom nächsten Beidel und die zweite immer mit der zweiten vom nächsten Beidel kombinieren. Also die Kombination ist 3, 1, 9, 0, 1, 8. Einmal links, einmal rechts. So, nur dass ihr es wisst. Jetzt gehen wir da. This might be a really bad idea. Nein, das ist kein Aufzug. Das ist ein Tresor. Great safe. Doesn't disappoint. Das ist der Tresor und die Schema. Ein Mechanismus aus Zombie. Und zwei Mechanismen. Eastwick must have the original code in his notes. 3, 1, 9, oder was war das? Was habe ich gesagt? 3, 1, 9, genau. 0, 1, 8. 3 1
Nein. Und das war ein Pfeil. Didn't you know, Garrett? Greed is a sin. And you must be punished for your sins. But I understand greed, my friend. Where it comes from. You made it so easy. All I had to do was get you in the building. You see, I know you better than you know yourself. You'll swing from a noose in the morning, master thief. Guards! Seize that overgrown rat! Ja, ja, und der ist ja wirklich ein monströs gigantisches Arschloch. Maybe Basil was right. It better be the trickster's own gold teeth in a jar inside this thing. Ja, so richtiger Psychopath. So ist Trollo und Psychopath. He must have come up here. Okay, ich muss da einmal immer dumm und dann auf der anderen Seite über Treppchen zum Zahlenschloss 018, oder? Was schauen wir noch? 018. Ja. Oh, jetzt müssen wir nicht hin. Ui. Verpisst euch! Ich bin gar nicht der Messias. Danke. Was ist mit du? Dude. Oh, scheiße, weg. Und die helle Spur ab. Sehr angenehm. Jo, das ist wirklich ein Spiel auf Timing da. So, das ist normal. Better be the trickster's own gold teeth in a jar inside this thing. Es ist halt schon auch so, dass man unvorsichtig wird, wenn man glaubt, naja, bin ich da voller Überhänger. Das machen wir schon. Wenn man aufpasst, nur noch durch die Gegend slidet. Und dann passiert's halt, dass man sich ein Stück zu viel vorwagt. Jetzt schon wieder, weil nicht immer die Coast ist clear. Oh, er kommt. Kommt sehr fix. Das, der Typ geht mir im Sack, bist du narrisch. Ums Eck, verdammt, ums Eck. Null. Was? Fuck! Mein Bärchen-Trottel. Acht. Na. Ich glaube generell in falsche Richtung. Immer dorthin, wo die passende Zahl am weitesten weg ist. Tut mir leid. Okay, und wir sehen, dass der Safe original 1-Item enthält und das ist ein Drum vom Primal Stone.
wird's finster. Okay. Mond gibt's hier. Und selbstverständlich befinden wir uns nicht mehr im Safe, sondern irgendwo anders, wieder in dieser seltsamen Zwischenwelt, in der wir schon mal waren, in der wir mit You filthy children will do as I say, or you'll feel the sting of my whip. Come here, boy. You filthy children, do as I say, or you feel the sting of my whip. What the fuck was that? Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall, das ist die Art von... There's pain here. Screaming, the sick and the dying. I can't block it out anymore. It hurts, Garrett. But underneath all the noise lie the whispers. Follow me, Garrett, and I'll tell you a secret. You grow up strong when you grow up alone. There's no one to help you up. No one to hold you back. Is that why you let me go, Garrett? Because I was the only family you had? We never did see eye to eye. Big brother always knows best. I tried to help, but you wouldn't listen. You know, I was just thinking the same thing about you. I'm going to make them stop. I want to sleep like you did. Hmm. Northcrest, he's here. Baron. You want to know what happened? Where you've been? Come to the asylum. Moira harbors truths others would sooner forget. Jo, das ist eine ganz, ganz strange. Was ist das? Was zum Geier bist denn du? Huh. Ich will hier raus. You're here to save me? then you'll need a key. Look behind you. Aha. Just steal it. You've never hesitated before. Ja, ganz seltsam. Also das war jetzt schon wieder so entrückt der Realität. Und irgendwie mit Aaron. That didn't quite go according to plan, but at least I'm alive. I need to get back to the clock tower and clear my head. Ja, und über die Naja, er hat ja nicht nur, das sind ja keine Visionen. Er hat Visionen auch, so Erinnerungsflashes vom Ring, vom Buch, einmal von der Aaron. Aber diese Ausflüge in diese Zwischenwelt, die sind glaube ich was ganz anderes. Und es ist wahrscheinlich nicht uninteressant darüber zu spekulieren, was das genau ist, weil... Selbst nach Beendigung des Spiels ist das nicht hundertprozentig klar, was da abgeht.
Es gibt meiner Meinung nach einen Auslöser für diese Entrückungen, die er da hat, weil die sind möglicherweise sogar wirklich physisch. Es ist möglich, dass das nicht nur in seinem Hirn ist, sondern dass da wirklich was passiert. Und wir erinnern uns, das letzte Mal, wo wir in so einer Zwischenwelt gelutscht worden sind, oder vielleicht in die Gedankenwelt von der Erin. Das sind immer diese verdrahten Wurzeln, um irgendwelche deplatzierten architektonischen Elemente, leichterte Poppies. Also offensichtlich ist der Mond dort bedeutsam. Das immer diese blöden Mondpflanzen. Immer prominent. Warum? Naja, man weiß es nicht, ich nehme aber sehr, sehr, sehr gerne Spekulationen entgegen und ich würde sehr gerne darüber diskutieren. Ich habe eine Theorie, aber die kann ich jetzt noch nicht ausschneuzen, weil sonst tue ich spoilern. Aber bitte, sagt mal, was du davon hältst bis dato. So, und jetzt zurück zum Faktischen. Ganz explizit erzählt die Erin während dieser Session, während dieser Entrückung, dass wir doch bitte im Asylum, und zwar im Moira Asylum nachschauen sollen. Moira Knows Best oder so, irgendwie sagt sie. Ja, und weil jetzt die ganze Sache doch schon langsam eine persönliche Kurven annimmt, kann ja nicht sein, dass man am Tag mehrmals umfällt und durch irgendwelche außerirdischen Dunkelwelten torkelt, glaube ich, dass jetzt das mit einer Reise zu dem Asylum weitergehen wird. Also erst einmal das Treffen mit Basso, checken was los ist, so wie wir es ausgemacht haben, und dann ins Asylum. Okay, wir sind diesmal Predator, haben 31% gelootet, 166 Gold, das ist nicht viel. Ich schieb das allerdings auf die Explosionen, die brennenden Feuer und die einstürzenden Hochhäuser. Und damit mal die Band. Und setze fort. So, jetzt haben wir mal Futter Station da. Jetzt viel Futter im. Ich habe zu viel Butter im Gepäck. Stash Supply. Na, nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ja, da wird da schon langsam mehr. Was ist das, eine Ringelein? Also Special Loot, wo ist der Ring? Ich hab doch gerade so einen. Ah, da ist. Memories of the Dead. Und Memories of a Soldier. Okay, alles klar. Die Geschirrchen sind mittlerweile erputzt. Und wir hauen uns zum Basso in die Siren's Rest. Wirtshaus am Hafen im South Quarter. To the Baron's dogs! A revolution has begun! Time has come for the city! Es sind immer nur drei Leute, seems the Raven mob has had enough and is out to kill anyone who isn't one of them. That includes me. Best to avoid any confrontation. Naja, Raven mob. Kleiner mob. Ja, jetzt muss ich mal nachschauen, ob das wirklich und wahrhaftig ist die richtige Wahl. Ja, mit Basso at the Siren's Rest in South Quarter.
Und nehmen wir schon. Wow. Was hat man jetzt gesehen? Ist ja widerlich. Wenn ich da jetzt anhupfe, bin ich hin, oder? Nehme ich mal an. Ein Fokus-Upgrade kann man auch machen. Und dann werden wir auf Stealth legen, den zweiten. Da kann man dann mittels Konzentration auch getarnt sein, wenn man im Licht ist. Ganz kurz nur, aber immerhin. Also zum Durchwuschen und halt noch Kurven im Licht kratzen, ganz praktisch. Nein, da will ich nicht hin. Aber wo will ich hin? Da oben hüpfen. Schaut gefährlich aus. We'll give the watch a taste of their own law tonight, brother. And the Iron Tyrant a taste of his own. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie man so einen Stier nimmt. Von oben. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Es gibt keinen Indikator dafür, wie kann der runterklettern. Ich weiß nicht. Man muss doch irgendwie die Leute nehmen können. Ah ja, da geht es eher runter. Du widerlicher Fußball-Hooligan. Geh weg, Dude. Was ist Obi? The newspaper. They're saying the livestock cull worked. Worked for killing all the animals, I suppose. The gloom's still here. Can't read, but I can smell shit all the way from Dayport. I didn't think they'd fall so easy. Yo, wie geht denn dies? The blacktop begged for mercy. Can you believe it? You can't eat the ravens. Why not? Bad luck doesn't taste so bad. Ich hab keine Ahnung, wie da hinkomme. Jetzt bin ich wieder vom Crippled Burg, aber wenn wir schon mal da sind. Schlag ich vor, wir gehen einkaufen, oder? War da so noch irgendwie deppert in der. Cast off your shackles! Arm yourselves with faith! And strike down your oppressors! Today we take the city in the name of Orion! Da kann's auch wieder zu dritt revoltieren. Ja, so quasi so viele Models trauen sie sich nicht einbauen in die ganzen Szenen. Die guten Montrealer. Was nehmen wir denn? Wir brauchen, was brauchen wir denn? Leatherhand nehmen wir denn? Ich kaum Kohle. Ah jawohl, so ein Lucky Coin war nicht schlecht. Na, was war das? Irgendwas? Was ist das? Blackwing Feathers. Na, irgendwas wollte man doch. Try Satchel, auch nicht. Amber Sage Oil, was war denn das? Die Warm West? Na. Open Gut Tonic Water, increases maximum health and focus. Das ist nett. Maximum Fokus, genau, das war's, das kaufen wir. Tada!
you know where to find me. Ja, und ich denke, wir werden den Weg... Ach, der fällt noch mit seinem Geschrei. Okay, scheiße. Wir werden den Weg zum Passo in der nächsten Episode suchen und hoffentlich erfinden. Bis dahin sage ich Pfiatti und ein schönes Spiel und eine schöne Nacht und... das Geschrei schmeißt mich völlig aus der Spur. Was ich sagen wollte, war eine schöne Zeit, ein schönes Spiel, eine gute Nacht und Pfiatti, bis bald.